So, da ist der Zeltplatz, hinter dem Waschhaus unser Zelt. Hier gehen wir jetzt frühstücken in diesem Garten. Hier ist direkt die Ostsee. Hier auf dem Foto sieht man total schön, da hatte eine Nachbars-Campingfrau uns ihre Wäschespinne zur Verfügung gestellt. Das fanden wir total nett. Hier ist ein schöner, breiter Radstreifen. Hier ist ein ganz entscheidendes Straßenzeichen. Kappeln 31 Kilometer und Flensburg 43 Kilometer. So, jetzt fahren wir wieder runter an die Ostsee. Jetzt sind wir an der Geltinger Bucht, kurz vor Gelting. Es war jetzt eben die Frage, ob wir die Landstraße nach Gelting fahren, weil es dann Lidl gibt, oder ob wir lieber jetzt wieder an der Ostsee fahren. Wir haben uns jetzt für die Ostsee entschieden, weil es hinten regnet. Jetzt gerne ein Örtchen finden würden, wo es nicht regnet. Das heißt, wenn es jetzt da einen Café gibt, würden wir uns da reinsetzen. Habe ich das verstanden? Da vorne ist ein Hafen. Kilometer sind es noch bis Kappeln. Hier beginnt die Holger Bonus Gedächtnistour, denn mein Vater hatte in Pottloch als Kind nach der Sommersaison 1944 bis zur Gründung der BRD 1949 gelebt, nachdem die Familie jahrelang vorher hier auch Sommerurlaub gemacht hatte. Und er hat die Ostsee so geliebt. Es sind so viele Vögel, die man hört. Und mein Vater ist ja damals ausgebildet worden in diesen Singstimmen. Der konnte die genau auseinanderhalten. So, ein bisschen schmal, aber mit Platten. So, das ist jetzt der offizielle Fahrradweg hier runter. Das finde ich irgendwie nicht so lustig. So, das ist, so wie ich das verstanden habe, schon ein Teil des Geltinger Bürgs, ein Naturschutzgebiet. So, hier geht es jetzt nach Pottloch, da wo mein Vater nach dem Sommer 1944 hingekommen ist und 5 Jahre hier gelebt hat. Hier hat mein Vater einen schönen Teil seiner Kindheit verbracht, war sehr, sehr gerne an der Ostsee jeden Tag, in der Ostsee geschwommen, hat gelernt, wie man die Wellen taucht. So, jetzt sind wir aber, glaube ich, ein bisschen zu weit gefahren. Das ist nämlich Kronsgard. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Jetzt muss ich ja praktisch dann wieder rückwärts gehen. Aber da steht tatsächlich Pottloch dran. Das ist der Strand von Pottloch. Ja, hier waren diese Wiesen, sieht man so noch mal von dem Weg aus. Da ist der Bauernhof.
die Wiesen. Und hier ist der Ostseeradweg und die Ostsee natürlich. Ostsee bei Pottloch. Das hat mein Vater auch erzählt, dass es eben ganz wenig Straßen und Wege überhaupt nur gab. Man immer Kreuzfeld einlaufen musste, damit er überhaupt zur Schule gekommen ist. Ja, das ist jetzt die Landstraße nach Kappeln. Sind 10 Kilometer von dem Ort aus, wo man die Promenade noch entlang fahren konnte, bei Pottloch in Richtung Süden. Und da, wo man dann rauskommt, noch 10 Kilometer. Ja, das ging jetzt aber sehr schnell, weil da vorne ist schon die Brücke von Kappeln, die berühmte Hochstellbrücke. Muss hier unsere Spendenaktion sein, weil von Zeit zu Zeit kommen diese Steine. Vielleicht haben sie irgendwas dafür hergerichtet. So, jetzt fahren wir über die Brücke. Jetzt noch die letzten 3 Kilometer bis zum Zeltplatz. Also ich persönlich bin total müde. Ich bin froh, wenn ich gleich ins Bett kann. Aber wir müssen noch das Zelt aufbauen und schauen, dass wir pünktlich noch beim Zeltplatz sind. Ich glaube, wir machen 9 Uhr zu. So, jetzt sind wir angekommen bei einem sehr schönen Zeltplatz am Wasser. Leider kann man das Wasser nicht sehen, weil lauter Wohnwagen davor sind. Und das ist hier wieder so ein typisch deutscher Zeltplatz, wie wieder einen 1 Meter hohen Zaun hat. Jetzt müssen wir erstmal alle auf Toilette gehen und dann bauen wir das Zelt auf. Leider ist es schon relativ dunkel, das heißt, wir werden wahrscheinlich im Dunkeln aufbauen müssen. Morgen werden wir an einem Ort vorbeifahren, der sich früher Damm 2000 nannte. Heute nur noch Damp. Dort ist ein Klassenkamerad jedes Jahr im Sommer zum Surfen hingefahren. Ich bin schon sehr gespannt darauf.